Ja, es war jetzt das dritte Mal, dass ich gewonnen habe. Ich habe mich super gefreut. Ich war nicht ganz in Topform, aber es hat super funktioniert wieder. Und ich habe alles gemacht, was ich mir vorgestellt habe. Publikum war auch super am Start. Ich freue mich. Okay. Du hast ja eigentlich darum gekämpft, dass du noch einen Startplatz bekommen hast, dass wir dich reinschleusen konnten ins Finale. Wie war es jetzt, das Wochenende mit der Stimmung und allem Wetter super gepasst? Ja, das Wetter war super. Letztes Jahr und vorletztes Jahr haben wir ein bisschen Probleme mit dem Regen gehabt. Aber dieses Jahr hat die Sonne richtig runtergescheint und alle haben Spaß gehabt beim Radlfahren. Und das ist die Hauptsache. Hast du Zeit gehabt, das Festivalgelände auch ein bisschen anzuschauen oder warst du die ganze Zeit in der Jumpline? Dieses Jahr nicht so. Letztes Jahr war ich ein bisschen unterwegs, aber dieses Jahr bin ich erst gestern Abend angekommen und heute habe ich mich eingefahren, ein bisschen Training und ja. Was hältst du vom Konzept im Allgemeinen von den Bike Days, die ganzen Disziplinen zusammen auf einen Platz zu bringen? Es gehört also bei Messe auf jeden Fall dazu, weil dann sehen die Kids, was man mit den Rädern alles machen kann und was in Zukunft auch vielleicht machen werden. Und das ist gut. Ja. Deine Runs sind ja immer ziemlich kreativ, du versuchst die Mauer einzubinden und so weiter. Hast du für nächstes Jahr schon einen Plan? Wirst du zurückkommen und uns mit irgendwas überraschen? Ja, nächstes Jahr sind es, glaube ich, nicht nur Holzsprünge, sondern wir haben auch Erdlandungen. Und dann entscheidet man spontan, was man macht. Zweiter Platz für dich, es war ziemlich knapp. War es, ja. Ich habe keine Ahnung. Simon hat in meinen Augen definitiv gewonnen, war super. Simon ist abgehangen, ich bin glücklich mit dem Zweiten und hätte nicht besser sein können. Alle meine Freunde sind unverletzt. Und sind alle glücklich. Wie fandest du die Stimmung in Solothurn? Hat Spaß gemacht hier? War perfekt. Wetter war wieder grandios. Publikum ging ab, haben applaudiert, hat uns Fahrrad natürlich super gepusht und grandios. Auch gut. Wie magst du das Konzept vom Event, dass so viele Disziplinen zusammenkommen, dass ihr zum Teil neben den Racern startet? Also ich finde super auf jeden Fall, dass das auf einem relativ kleinen Raum alles passiert, weil die Leute sozusagen und die Sportler sich untereinander sehen und auch unterhalten können und man sieht auch viel sozusagen von den anderen Sportarten, aber allerdings ist es hier schade, dass halt wirklich der Staub von den Racern, ja, von den Mountainbike-Racern, der Staub immer auf die Rampen zieht und das ist ein kleiner Minuspunkt, aber sonst halt super. A second time, second place, how do you feel after this contest? Definitely better than last year, so I get second, last year I get sixth, so it's all good, no hurt, no nothing. Good, perfect. It was pretty equal between you and Simon. It was pretty close. Did you think he was the one to win or should you have won? Yeah, definitely him because like I had like one jump without tricks. So like he did tricks everywhere. So yeah, he's definitely first and I'm proud to be second. How do you like the location? It's a place where you guys can get pretty creative. Do you think that's fun to do? Definitely. Like the place is awesome. So we had nice weather. Like people are cool. So like it's also good. Like that everything is next to each other. So yeah, can't be better. What's next for you? I'm going to Innsbruck next week. So we'll see. There's a contest from Vans. I'm pretty excited. Next year you're gonna be back here? Definitely. Erzähl mal, wie ist das Wochenende für dich verlaufen? Super cool. Einfach schönes Wetter. Solothurn ist eine schöne kleine Stadt. Haben wir so ein bisschen wie einen kleinen Wochenendurlaub auch mit den Mädels kombiniert. War zwar eine lange Anreise, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. War ein schöner Contest, ein schönes Setup, macht Spaß da zu fahren. Und ja, dritter Platz. Was will man mehr? Wie fandst du das Niveau im BMX-Contest allgemein? War super spaßig, also klar, die Fahrer heben sich die besten Tricks bis zum Schluss auf und am Anfang hat man noch ein bisschen gechillt und war schwer zu erahnen, was noch geht bei den anderen. Zum Schluss wurde es dann natürlich ein bisschen krasser, dann ging auch der ein oder andere mal aufs Brett, aber dann sind Teile und ja, ich fand, war wieder ein anspruchsvoller Contest und ja, ich bin mega happy, dass ich so weit vorne landen konnte. You're back again in Solothurn, how did the weekend go for you? Yeah, I'm here for the third time. And fun as every time, it was really cool to be here, ride with the guys from other countries, you know. And last year I had more luck than this year, I crashed really bad, but I'm happy that I go home in one piece. What happened there? For me the ramps were too slippery, so I just crashed on 3 double whip. It happens, you know, but I'm happy and I'm happy. How do you like the contest setup in general? Like that the whole event involves all the different bike disciplines? Yeah, the event is bigger than last year and the year before. It's better, it's better, everything is better, it's bigger and I like it more.
and I will come next year, hopefully. Great. What did you think of the level of the of the contest in general? I think the level was pretty the same like last year. Maybe more better riders, but it was really good, really good. And for next year, you're gonna plan your run already? Are you gonna involve the wall or something like that? What can we expect from you? Next year I'll go big or go in hospital.